Etiketta Blue von Tomasi? Ja, mega lecker Ripasso-Wein. Also willst du den mal probieren? Ja, du bist ja schon dabei, oder? Sönke? Ja? Wo steckt der denn wieder? Sönke? Ach, da bist du! Ja! Was machst du? Ich hab dich gesucht. Ja, ich wollte eigentlich gerade unser nächstes Special vorbereiten. Was denn? Ich wollte eigentlich als nächstes, jetzt geil richtig in der Herbstzeit, habe ich mir gedacht, wir überlegen uns irgendein Special mit dem Ripasso. Dann bin ich an diesem Wein hängen geblieben und ich liebe ihn einfach. Das ist total der geile Wein. Etiketta Blue von Tomasi? Ja, mega lecker Ripasso-Wein. Also willst du den mal probieren? Ja, du bist ja schon dabei, oder? Also, hast du ein Glas oder was? Ja, ich habe direkt zwei mitgenommen, warte. Ich habe hier noch, hast du schon gefunden, ne? Guter. Ich schenke dir mal was mit ein, glaube ich, oder? Echt heftig geiler Wein, ohne Witz. Also jetzt, man kann vieles erzählen. Was magst du denn an dem? Ich finde den total lecker, weil der hat eine richtig schöne Aromatik. Das ist jetzt nicht so richtig aggressiv trocken oder sowas, sondern der hat so eine schöne, ausgewogene Frucht. Das ist echt. Also duftet sehr vielschichtig, finde ich. Ja, wenn du es allein, ja. Also ich glaube, man nennt diesen Wein halt nicht ohne Grund Baby Amarone. Dadurch, dass ich halt sage, ist kein Amarone, aber der hat so eine richtig schönen, der ist was Besonderes, finde ich jetzt, gerade für diese Zeit. Das ist echt schön. Na, Tomasi betrachtet den ja selbst als kleinen Bruder des Amarone schon, ne? Ja. Aber das ist heftig, oder? Ich muss dir mal was sagen, bei anderen Erzeugern geht das vom Duft her auch schon für den Amarone durch. Ja, echt, oder? Das ist echt mal komplex. Ich habe ihn schon probiert, aber ich würde dir auch noch mal empfehlen. Wenn du willst, können wir den gerne mal gemeinsam. Ja, klar. Lass mal hier. Jetzt bin ich auch neugierig, oder? Salute. Ich habe Hallus. Ich auch. Ja, Mann. Mir wäre gerade vorgekommen, als wäre Benny einfach durch die Kamera gelaufen und hätte einfach so einen Wein getrunken. Benny hat gesagt, der ist heute außer Haus. Also ja, ich glaube, das ist, weil dieser Wein so wahnsinnig gut ist, dass man da solche Vorstellungen hat. Aber du hast ja schon probiert, aber wenn ich mal drauf achte. Ist geil, oder? Ja. Also ich kann das gar nicht so ganz benennen. Der hat so viel, der Wein. Also total vielschichtig und dieses Rosinenmäßige, das ist ja nicht vordergründig, sondern nee. Das liegt wirklich hübsch irgendwie unter dem Wein. Das ist gut eingebunden. Ja, finde ich auch. Also das hat eine aparte Süße irgendwo, ja. Aber das steht nicht im Vordergrund. Also ich finde das gut. Herbstlicher Wein. Ja, echt. Das ist für mich, jetzt wenn ich gerade daran denke, Wetter wird schlechter, wird abends schneller dunkel. Ich könnte mir vorstellen, ich mache jetzt das Kaminfeuer an und setze mich wirklich dann schön auf... an das offene Feuer oder sowas. Ach, schön, wenn du einen Kamin hast. Ja, das ist, glaube ich, sonst machst du halt bei YouTube das Video an. dann machst du ein bisschen die Heizung, drehst du auf, dann hast du auch Wärme im Raum. Ne? Aber ist doch, ich kann mir das da echt teuer vorstellen. Ja, aber es ist auch ein super Essensbegleiter zu herbstlichen Gerichten. Ne? Ja, echt. Wenn ich mir so Wildgulasch vorstelle, schön langsam geschmort. Ja. Oh, was in der Art, ne? Also es macht jedenfalls immer Spaß auf den nächsten Schluck. Und wie ich bei dir sehe, auch auf das nächste Glas. 100%. Also ich bin jetzt gleich mit dem durch. Und ich freue mich schon auf das danach. Haben wir noch eine? Ich glaube, ich habe noch ein paar vorbereitet. Also, wir nehmen uns jetzt beide, glaube ich, mal eine mit. Hier, nimm mal eine in die Hand. Manchmal so wunderbar vorausschauend. Nehmen wir die beiden mit und dann hätte ich gesagt, dann gehen wir jetzt mal, oder? Sönke, schönen Abend. Ja, mach's gut, ciao.